So. Kumana, Sie sind ein Vorbild. Ich setze Ihre Eheauftritte auf meine Warteliste. Wir müssen es unbedingt persönlich treffen. Wie sieht es denn nächstes Jahr mit den Terminen aus? Ich sage Ihnen was. Melden Sie sich nicht. Ich melde mich bei Ihnen. So, was liegt noch an? Kämpfen Sie in der Amax Arena ohne Medikill einzusetzen. Ja, das ist ja einfach. Ist das noch was? Oh nein, ich glaube, dann sind wir durch. Dann machen wir nochmal einmal Servos. Auch wenn mich das Nebel auf den Sack geht. Mit Fußsoldaten. Ich habe den Rekord geknackt, also ist egal. Das mache ich dann mal mit den beiden hier. In der Amex Arena. Ne, 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 nehmen wir mal die, meine Lieblingsmap jetzt. So, ohne Medikill. So. So cool die Rüstung auch ist. Ich bin eher hier für diese Rüstungsart. Ich bin nie Helmträger. Kopfschussschaden soll ja hoch sein. Sie warten auf den Beginn des nächsten Kampfes. Am Stand in der Hauptlobby wartet eine große Auswahl an Erfrischungen auf Sie. Nee, das ist so die beste Zusammenstellung, denke ich. Gut, ohne Medikill, danach machen wir den Kampf mit dem Klon und dann beenden wir die Geschichte der simulierten Kämpfe. Das ist die beste Karte, die ist einfach übersichtlich. Ja, ganz ziemlich gut. Das Counter ist unten. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Cool. Hat er toll gemacht. Oh, ihr scheiß Nebelwichser. Kill-Serie. Der Kampf ist beendet. Top. So, 2, 3, 8, 5 können wir noch
Wer hat die Granate geschmissen? Diese Person isst ihre Schädeldecke auf. Von Blastofan 17485. Commander Shepard, diese Person hat es nicht für unmöglich gehalten, gibt aber nun zu, dass ihr Sieg im Simulator den Vorschriften entsprach. Diese Person hat zusammen mit einem Bekannten die Videofeeds und die biometrischen Daten analysiert. Nach längerer Diskussion steht nun fest, dass ihre Daten keine Veränderungen aufwiesen, wie sie leistungssteigernde Mittel verursacht hätten. Jetzt fragt sich diese Person, ob sie vielleicht an einer Korrespondenz über taktisches Vorgehen interessiert wären. Sie mussten nämlich feststellen, dass es enorm schwierig ist, bei Super Elite Reaper Kill-Serien zu erzielen. Mit nachdrücklichem Interesse, der einzig wahre Blassuf. Bitte nichts mehr. Ja, wir haben nichts mehr. So, dann mache ich jetzt Folgendes. So. Wir spielen jetzt gegen den Shepard. Und ich will jetzt mal gucken, was passiert. Den macht man natürlich alleine. Ich weiß nicht, was da auf mich wartet. Das wird bestimmt lustig. Das muss man alleine spielen. Das machen wir jetzt zum Abschluss und dann geht's weiter gegen die Reaper. Ja, da war ja was. Schon Tage her, Wochen her, haben wir noch nie was von den Reapern gehört. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde 1 beginnt. Oh, fuck. Alter, die haben mich weggebascht. Ja. Oh, der Sound ist aber auch toll. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. 3, 2, 1, Runde 1. Alter, die hauen aber rein, Leute. Die setzen nämlich alles ein. Biotik, Technik, alles. Da, Shepard, habt ihr gesehen? Er ist Experte. Shepard ist Experte, gut. Nee, können wir nicht. Wir müssen die Niederlage annehmen. Also wir können nicht gegen uns selbst gewinnen. Das ist... Doch, können wir. Und doch können wir es nicht. Nee, wir können uns selbst nicht besiegen. Unsere Fälschung, ja, die war ja nicht so perfekt wie wir, aber... So. Wir holen uns noch das Geld ab. Allein, weil der Jingle die ganze Zeit läuft. Dahin. Nein, 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 nein. Geld. Mach Geld. An die Wettkämpfer. Vergessen Sie nicht, Ihren Gewinn im Shop der Amex Arena in der Hauptlobby abzuholen. So. Bereiten Sie sich auf Ihre Kämpfe in der unteren Ebene vor.
Ja. 9.999. Okay. Jetzt sind wir endgültig fertig. Boah. Das hat aber lang gedauert. Da. Gibt's denn was Neues? Nö, schäbige Dinge. Da. Wir müssen ja noch jemanden einladen. Ich versuche natürlich auch, ich weiß nicht, ob man das schon mitgekriegt hat, in diesen Spielen eine Romanze hinzubiegen. Das ist gar nicht so einfach bei Böse. Man muss ja automatisch immer das Unterste wählen. Ist bei einem Mass Effect Andromeda ist das super einfach. Also gleich zu Beginn ratzfratz eine Romanze. So, einladen E-Mail. Wir haben nichts ans E-Mails. Das ist gut. Jack, Edie. Ach, Jack können wir auch einladen. Oh, Jack. Mal gucken, was die sagt. Und? Eine Privatkabine auf einem Tarnkriegsschiff reicht wohl nicht, was? Ich passe für einen Freund darauf auf. Was soll das werden? Ich rufe Iso. Iso? Ja, er stammt von Tessia. Natürlicher Biotiker wegen des vielen Element Zero. Wegen der Biotik sind sie ein wenig hitzköpfig und werden oft misshandelt oder weggegeben. Können Sie sich sowas vorstellen? Er kommt aus einer Rettungsstation. Ich will ihm beibringen, dass man Leuten vertrauen kann. Anfangs war er sehr wütend, aber ich habe ihm viel Liebe gegeben. Und jetzt ist er lammfromm. Was? Die Ähnlichkeiten sind Ihnen bewusst, oder? Wovon zum Teufel reden Sie, Shepard? Misshandelter Biotiker. Nein? Schon gut. Ich habe nichts gesagt. Ja. Wer ist mein böser Biotiker? Hm? Wer ist mein böser Biotiker? War auch nicht schlecht. Sie hat ein Varulnerz-Haustier. Ist die jetzt noch hier irgendwo rumlaufen, oder? Dass man hier nicht sprinten kann, ey. Das ist... Ah, cool, das Bild da hinten wieder. Da. So. Dann laden wir doch mal die ein. Shepard? Ich dachte, wir könnten den Nachmittag damit zubringen, Besitztümer für unsere Kollegen zu erwerben. Shopping? Warum nicht? Irgendein spezielles Geschäft? Physikalische Nähe ist unwichtig. Das Extranet bietet eine größere Auswahl, ohne dass der Unterhaltungswert darunter leidet. Jeff hat mir seine Kreditkarte unter der Bedingung geliehen, dass ich Spaß habe und girly-mäßig umshoppe. Haben Sie denn kein eigenes Geld? Ich bin nicht offiziell angestellt und habe keinen gesetzlichen Status im Citadel-Sektor. Ein Verbrechen wäre schlecht für meinen Lebenslauf. Wir besorgen Ihnen bald eigenes Geld. Aber heute, was kommt zuerst? Jeff würde sich über ein Geschenk bestimmt freuen. Was würden Sie empfehlen? Ich würde etwas nehmen, das er noch einige Male benutzt, bevor die Galaxie untergeht. Verstehe. Mich beunruhigt seine Anfälligkeit für körperliche Schäden. Wegen seiner Knochen? Nein,
weil er keine 30 cm reaktiver Panzerung hat. Die Crew der Normandy hat kaum eingebaute Verteidigung. Wichtig für passende Geschenke wäre auch, den Empfänger nicht als sterblichen Fleischsack zu betrachten. Tut mir leid. Meine Verteidigungsprogrammierung hat das Gespräch in unangebrachte Bahnen gelenkt. Ich sollte sublimieren. Wie wäre es mit einer Rückenstütze für seinen Stuhl? Die gibt es mit Heizung und Kühlung. Verkauft. Wer kommt jetzt? Sie. Augen schließen. Heiraten wir etwa? Nein. Ein Juwelier auf der Citadel stellt diese Stücke her. Aus Metallen von jeder Heimatwelt des Rats. Alle Metalle verbinden sich miteinander und verstärken den Ring. Er nennt sie Siegesringe. Wegen der Materialknappheit gibt es nur wenige davon. Das ist ein schöner Gedanke, Edi, aber wir dürfen zur Uniform keinen Schmuck tragen. Manche Soldaten tragen Ringe an der Kette ihrer Erkennungsmarke. Das geht. Unter einer Bedingung. Sie bekommen ihn zurück, wenn wir siegen. Nein, das wäre unpassend. Er steht nicht nur für meine Hoffnung, sondern für die vieler Planeten. Sie müssen ihn behalten. Ich werde daran denken. Danke, Edi. Wer jetzt? Ich habe an etwas für Liara gedacht. Eine richtig coole Geste eigentlich. So, ich glaube, das war's. So, und der Joker kriegt erstmal ein Stützkreuz für seinen Rücken, damit es nicht auseinanderbricht, wenn er sich bewegt. So. Wir sind hier fertig. Das ging relativ fix. Mach die Tür auf. So, Ende in 3, 2, 1.